Wir dürfen nicht leiden. Einfach bei mir. Einfach bei mir bleiben. Ja. Wir warten noch, bis die Leute da sind. Welche Leute? Also Leute, die Jenny traut sich, hi Jenny, die Chrissy traut sich da nicht reinzugehen. Die schämt sich da ein bisschen. Wir haben eine neue Gang erfunden. Aber es ist ganz schön frisch, wollen wir jetzt mal langsam rein? Meine Unterstützung ist da! Oh no. Habt ihr euch das nicht überlegt? Nein, drauf nicht. Warum seid ihr denn? Ich also grüße dich da nur wirklich, laut. Wirklich, dass nur wir und die Kinder zu sehen sind. Dass du mich kennst, dann. Dann. Ja. Ich muss auch noch vorlaufen. Ja, du musst ja bestellen. Los geht's. Na komm, Kinder, ihr geht mal vor. Los, rein, rein. Und durch. Und durch. Komm, rein. Wir haben den Kredit. Komm. Schatz, warte mal. Miriam, geh mal. Also ich nehme Hamburger Royal TS Menü bitte, ja? Schatz. Hi. Hi. Wir können euch nehmen, ne? Karneval ist morgen. Wir haben nur uns. Wir haben nur Leute von uns. Bist du doch Jenny. Für dich? Diese Spicy Nuggets, die habe ich nicht mehr. Ich gebe es immer nochmal. Okay. Nee, geht nicht. Kommt denn noch was für dich dazu? Geht nicht. Amoria, TS-Menü. Nochmal aus dem Post für dich? Ja. Okay, gut, Schatze. Nur Beine, ja. Dann noch ein Hamburger Royal TS. Machen Sie es. Freut mich, Moni. Jetzt müssen wir das selber suchen, wir werden das machen. Jetzt sind wir Koko. Ja. Pommes ist von die Preis. Pommes? Ketchup? Ja. Und easy geht nicht. Oh, du stellst dich genau davor, oder? Oder? Wolltest du noch genau davor? Ich dachte. Gehen wir in die Ecke? Genau. Genau. Achso, da muss ich mich aber gegenüber von dir sitzen. Du setzt dich gegenüber von mir, ja. Ihr könnt links und rechts von mir. Das ist aber sehr klein. Ja, nützt nicht. Zum Glück ist es hier nicht so voll. Ist es voll hier? Es ist nicht voll, die gucken irgendwie alle. Grüße, Danny. Ibi, ich bin hier. Wir schaffen das, Leute. Man sieht aber nur dich. Immer. Wir sehen nur uns. Ich hab nur dich. Da ist der Louis. Muscheln, mein Schatz. Ja. Mary hätte gerne einen Chili-Burger noch. Chili-Burger, Mary, nächste McDonald's ist bei dir bestimmt irgendwo um die Ecke. Guten Abend, Tim.
Wo ist das? Bei McDonald's? Das ist doch mal. Sandy, sing doch mal die Bayern-Hymne. Das ist für Christen. Jeder hat einen. Hm? Nee, nicht so. Nichts Bayern München. Dürfen. Bayern München. Sollen auch Patrick filmen und so. Ist normal. Ja. Bayern München. Dürfen nur uns aufnehmen. Ja. Ist ja richtig. Spacey würde gerne 3 Cheeseburger ohne Gurke, bitte. Spacey, du weißt, wo McDonald's ist, also... Der muss arbeiten, wir sollen es zur Arbeit bringen. Nee. Sag dein Chef, der soll liefern. Was wir machen? Wir sitzen bei McDonald's, ein bisschen bunt, weil wir vorhin die verloren haben. Ah, Johannes McChicken, alles klar, Johannes? Geht klar? Der Luis ist total entspannt da. Chrissy nicht so. Die ist ein bisschen angespannt. Ich weiß nicht, ich guck mal an. Ein Royal TS ohne TS. Alles klar, Björn? Es hängt. Nee, wir sind grün. Wir sind grün. Wir hängen nicht. Ach hier, Seppi möchte ein Eis, bitteschön. Seppi, du hast ein Auto. Pack deine Familie ein und komm her. Ist auch gar nicht peinlich. Seppi, komm doch her, wenn du dich traust. Wir grüßen dich dann auch gar nicht laut. Oder? Nee, dann ist rot. Doch, jetzt ist grün. Jetzt haben wir mobile da, Mann. Ihr wart gerade essen, Seppi. Ja, komm doch trotzdem auf dem Eis. Lilli will ein Eis haben, das weiß ich ganz genau. Frag mal Lilli, ob die ein Eis will. Ruf von Lilli an. Danke, Leon. Also ich war im WLAN hier bei McDonald's, da hängt's. Jetzt bin ich mit mobilen Daten. Ich hoffe, es hängt jetzt nicht. Sehen wir uns dann später nochmal? Habt ihr Bock? Ja? Ja? Kommt ihr dann mal hoch? Okay. Können Sie aber auch zu uns setzen? Wollen die. Die müssen wieder los. Wir müssen auch bei Natalie was mitbringen. Sie möchte kein Eis. Oh, ah. Wir sind zu schön, deswegen wollen wir jetzt sparen. Holt Seppi ein Eis und bringt ihn das nach Hause. Nö. Du kannst dein Pop sehr herbewegen. Sagt Johannes. Achso, Johannes, nee. Ja, Seppi kann sein Pop sehr hoch bewegen. Ist Milo auch da? Ja, aber den kann ich nicht filmen, weil er ziemlich weit weg von Chrissy sitzt. Ich will mal kurz hin. Nee, muss weiter. Bye. Da ist er. Ich bin ja die ganze Zeit. Ja. Geht trotzdem nicht schneller, weil solange ich nie aufgegessen habe, können wir hier nicht weg. Siehst mal, geht Spacey Life für uns, dann läuft das flüssiger. Mhm. Meine Pferde sind gleich leer. Danke, Jasmin. Guten Appetit. Danke. Ich kann sogar nicht essen mit dem Handy in der Hand. Ich glaube, das ist gerade nicht gut. Wir müssen einmal tauschen. Leon, danke schön. Aber wenn ich fertig bin, halte ich für dich. Deine Nuggets sind noch in der Produktion, Jenny. Sicher schwer. Leon, danke schön. Jetzt läuft es gut, jetzt hängt es nicht mehr. Ihr wisst gar nicht, wie peinlich das eigentlich ist hier. Für mich ist es nicht peinlich. Morgen seht ihr das natürlich auch für gut. Wie versprochen, laden wir das natürlich auch wieder bei YouTube hoch. Und schickt uns mal Bilder bei Insta oder wie? Dann können wir auch nochmal eine Story machen. Dann machen wir nochmal eine Story bei TikTok, genau. Ja. Wie kommt es heute, mache ich das alltäglich? Da nehmen wir den Nuggets bitte. Mein Bobby kam, hat Zündschwierigkeiten. Ihr springt nicht an, Jenny. Jenny, können wir dir mitbringen. Ritter Sport mit einer. Ritter Sport mit einer ganzen Grille. Chrissy Logo weg. Chrissy Logo weg, sagt Mary. Logo weg? Ist irgendwas weggewegt? Ja. Keine Ahnung, was du meinst. Mary, du kannst aufwichsen, du bist Logo Modi. Logo weg. Ach so, ja. Musst du auch hier aufpassen? Ich film nur dich. Ja.
Mary, du bist auch Modi, du kannst fixieren. Ich setze mich mal kurz an den Tisch, um den zu essen, weil das kein Platz ist. Du willst dich nur von uns wegsetzen. Ich bin doch selber. Ich kann es irgendwie nie ordentlich essen. Chris kann nicht ordentlich essen und die beeilt sich auch ganz schön. So schnell habe ich sie noch nie essen sehen. Keine Werbung, nee, ist richtig. Also ich kenne euch nicht, ne? Ein Spacey, 60 Minuten Fußweg ist es doch gar nicht zu McDonald's. Was, okay, das 60 Minuten bisher, ja. Doch, Mary ist Modi. Du brauchst sogar kürzer als wir. Hab ich aber gemacht. Warte mal kurz. Das hängt ein bisschen um. Mary, das ist richtig. Mary, ich versuch's nochmal. Aber es funktioniert gerade nicht. Es dreht und dreht und dreht. Ich kann dich nicht zum Modi machen dran. Gibt's sogar nicht. Ich esse Pommes. Auch die nehmen es mit? So. Dann machen wir jeden Quatsch mit, oder? Unsere Nachbarin ist auch hier und die möchte sich nicht neben uns setzen, sagte. Nee. Chrissy schaut sich immer um, muss mega unangenehm sein. Ja, Danny ist es. Aber wir ziehen es durch. Na klar. Auch mit den Badeanzug, Autowaschen werden wir definitiv diesen Frühjahr oder Sommer dann, wenn es warm ist, definitiv durchziehen, Leute. Ja, Jana, danke schön. Na toll, Daniel. Ich weiß, ich drücke, aber es dreht sich nur. Sorry, Mary. Doch, jetzt geht's. Warte. Ist dann so? Dani, deswegen den FC Bayern nehme ich dir immer noch übel. Hast du denn damit leid, oder was? Jetzt bist du Modi. Mary. Nee, Mary, du bist Modi jetzt. Was sagen die? Tschüss? So, meine Pommes sind alle. Jetzt bin ich mal gespannt, wie ich den Burger schaffe. Mit einer Hand. Ich auch. Schade, dass Justin heute dabei ist, Mensch. Ja. Mit dem wäre das noch peinlicher. Achso, der wird ausgehen. Niemand sagt, dass er coole Leute die ganze Zeit. Geh mal, ob wir alleine sind? Nein. Mm-mm. Der Laden ist voll. Tisch? Nee. Leute, fast jeder Tisch ist besetzt. Ist schon fertig, oder? Wir dürfen leider wirklich hier niemanden mal erfüllen. Aber ihr hört es ja an den Geräuschkulissen, oder? Ja. Dass es nicht leer ist hier. Sitzt du dich darüber? Ja. Also wir sind ja schon froh, dass die Chefin gesagt hat, okay, setz dich mal. Du musst uns aber vorlesen dann immer, ne? Mhm. Wie soll ich denn jetzt lesen? Geht doch gar nicht. Oh, man sieht das. Was? Das Logo und so. Warte, jetzt nicht mehr. Dani fragt Daniel, welche Spende das Stanley laut die Bayern-Hymne singt. Nein. Nein, mach ich gar nicht. Was ist denn die Bayern-Hymne überhaupt? Wie gehen die? Kannst du die? Er kann sie gar nicht. Aber kann ja laut Bayern rufen. Mach du? Von mir aus? Also das, was ich von Bayern weiß, ist, dass ich es hasse. Dass es blöd ist. Ole sagt cool, die coole Aktion von uns. Dankeschön. Noch eine Palmische.
Für dich nicht, aber. Mir ist ja auch Er kriegt nochmal Fleischtücher. Ja. Guck doch mal Papa und Chrissy an. Stanley, guck doch mal Papa und Chrissy an. Die haben es draufstehen. Ich bin die Gräfin und endlich Strüche. Digga, das ist gut. Spacey sagt, ah, da ist Daniel. Danke, Neo. Und schmeckt's euch? Ja. Super. Müssen wir die Uhrzeit gucken, dass wir die Kinder beim Rauschen haben? Ja, ist 35. Wir wollen eigentlich noch die Pommes hier. Meine. Und da sind auch noch Cheeseburger. So meine. Nervennahrung. Hey, Chrissy, du sollst den Becher noch wegdrehen. Und das auch. Was mir alles abfällt, ist ganz schön krass. Es ist auch sehr schwierig, das sage ich euch. Warte mal, kurz konzentrieren. So. Jana sagt, ihr seid öffentlich, macht das nie. Was? Das, was wir machen, glaube ich. Jana, demnächst bist du dabei. Du hättest ja mit Lili noch bleiben können. Dann wärst du mit zu McDonald's gekommen. Tidim. Ja. Seppi sagt, hoffentlich kommen dann gleich noch Dynamo-Fans rein. Ach du Scheiße, dann kriegen wir auf die Fresse. Wenn was ist, wenn du noch die Dynamo sein kannst, warum eigentlich? Weil wir haben drauf stehen, haben wir Bayern. Ja, Mary, die Pommes sind jetzt weg. Haben die was gegen? Die haben was gegen alle Vereine. Jetzt nicht Dresden. Wir fühlen uns so ziemlich eingeengt. Ah, Chrissy, die sehen deine Pommes auch noch. Mit, und? Die du in der Hand hast. Ja, es sind Pommes, Leute. Haben die gerade gesagt. Mit Logo. Jana sagt, bring vorbei. Was? Nee? Nee? Kommt mal schön hierher. Wir warten noch auf euch. Wir werden auch nicht laut eure Namen rufen. Mary sagt, das macht ihr super und Neo. Nee, wer hat das gesagt? Doch, Neo sagt, sehr mutig von euch. Dass ich nicht mutig bin. Sag's nur mal so. Die I werden nicht eure Namen. Ich aber schon. Nie wieder. Ich finde das gar nicht schlimm. Nein. Die können ja eh mein Gesicht jetzt nicht mehr sehen. Ich mag es nicht, beim Essen verbeurteilt zu werden. Na, du wirst hier von 24 Leuten zu beobachtet. Nee, sind noch mehr hier, ne? Aber hier. Aber da kannst du auch nicht eingehen. Ich meine, in das Stadion. Ach so, Jana meint das Lied öffentlich singen. Das wäre dann Belästigung oder so. Wenn man schnell essen will, um schnell fertig zu werden, dann dauert das immer irgendwie länger gefühlt. Ja. Gefühlt sitze ich schon eine Stunde hier. Ich habe ganz normal gegessen und bin schnell fertig gewesen. Aber was wir auf jeden Fall machen ist, bevor wir aus dem Live rausgehen, ja, also bevor wir hier rausgehen, machen wir das Live aus und singen unsere Abschlussidee. Was du denn machen oder was? Du willst mich doch verarschen. Das ist jetzt nicht her. Nein. Ja. Nein, müssen wir. Ja. Das können wir aber vorne in der Tür machen. Das ist Tradition, das machen wir immer, wenn wir rausgehen. Mhm. Das könnten wir vorne in der Tür. Seid ihr dafür? Nein. Warte, ich mach. Macht mal eine Abstimmung, Leute. Sie bezaubern die Haut nicht und dann. Macht mal eine Abstimmung, Leute. Ob wir es machen sollen oder nicht. Nein. Nein, genau hier. Genau hier. Nein, nicht hier. Mary, Spacey oder irgendjemand, könnt ihr mal eine Abstimmung machen?
Ich glaube, die Frau auch nicht. Also doch nicht. Ich bin hier Polonaise, ne? Ich singe auch. Ich guck ab, ja. Da kann ich auch singen. Spacey sagt, Daniel, du singst aber auch laut mit. Ja. Nur beim Leon das Kätzchen. Abschlusslied singen. Das heißt, Leute, beim Leon das Kätzchen machen wir das. Spacey hat jetzt trotzdem eine Abstimmung gemacht. Und Dani sagt, müsst ihr. Das müssen wir nicht. Im Kampf versinken müssen wir jetzt mal. Warte mal. Tim sagt, er findet es gut. Johannes, man kann keine Abstimmungen mehr machen. Nee, kann man noch. Das könnt nur noch ihr. Ich will nur mal kurz. Nee, wir haben nicht. Die Mehrheit gewinnt. Mehr ist alles, das wir singen. Nein, die haben gerade schon eine Abstimmung gemacht. Abstimmung sagt ja. Beim Leon das Kätzchen, Leute. Dann geht's los. Ich bin fertig mit euch. Ich auch. Also den Rauch. Hä? Nein, ich bin noch nicht. Du hast doch noch, Burger und so. Nee, wir müssen hier. Das ist Anspeise. Wir haben es aber gesagt. Haben wir gesagt. Aber mach mal nicht in der Kamera. Sonst sieht man das. Wenn du mich auch nicht. Jetzt geht's wieder. Da ist auch das ist so ein Zeichen drauf. Ja. So, Leute. Das ist nicht mehr. Ach ja, da liegen ja auch noch Pommes und Pussy. Boah. Luis lässt und geht aber auch nichts. Du kannst es mir ja abgeben. Ja, genau. Ach, finde ich nicht schlimm. Also ich kann jetzt gerade schlecht essen. Warte mal. Nee, hat man nicht gesehen. So. Seid ihr endlich fertig? Nein. Endlich gehen. Papa, könntest du kurz filmen, damit ich auch Pommes mit essen könnte? Ach, das ist eine ganz andere Perspektive. Ich habe auch noch gehabt. Grüße am Essen. Meine Jacke. Was ist normal auf dem Land? Chrissy, lass dir Zeit mit Essen, sagt Johannes. Macht sie aber auch wirklich. Chrissy bereut gerade das Live von heute, sagt Mary. Von wem waren das eigentlich die Idee? Ich glaube, den hast Chrissy. Aber wir haben nur noch 17 Minuten, dann ist es 21 Uhr. Dann müssen wir raus sein. Ne? Von wem waren das eigentlich die Idee? Ich glaube, den hast Chrissy. Aber wir haben nur noch 17 Minuten, dann ist es 21 Uhr. Dann müssen wir raus sein. Ne? Sollten wir raus sein. Chrissy zieht sie schon an. So. Was hattet ihr zu essen? Also ich hatte ein Hamburger Royal TS Menü. Sandy hatte ein 20er Nuggets mit einem Getränk. Emilio auch ein 20er Nuggets mit einem Getränk. Luis hat ein Big Mac Menü und Chrissy hatte was? Das ist ein TS Menü und noch ein Cheeseburger. Übrigens, wenn man Happy Birthday singt, sagt auch keiner was. Sagt Ole.
Die sind wann jetzt rot? Draußen vor der Tür. Was? Wir singen draußen. Also wir singen draußen vor der Tür, Leute. So, wie weit seid ihr denn? Nui macht jetzt noch Mimi. Also wir haben nur noch wirklich 15 Minuten noch, ne? Ja. Müssen wir raus sein. Die Augenbrauen vom Stan. Geh mal ein bisschen näher ran an Stan, Schatz. Das ist eine Monobraue. Habe ich auch. Abschlusslied singen 86% ja. Muss aber eigentlich so sein. Singt draußen am Auto euer Lied. Machen wir, Jenny. Chrissy hat überhaupt keinen Bock mehr, sagt Danny. Ich stehe mir mal ein bisschen rein. Wisst ihr eigentlich, wie krass man sich fühlt? Ja, und Freiberg ist aber auch nicht so groß, Leute. Das ist ja wirklich die große. Man läuft sich ja mal öfter über den Weg. Kennt hier fast jeden. Das ist wie so ein kleines Dorf, kannst du sagen. Hammer. Entschuldigung. Danke, Paul. Vielen Dank. Ihr müsst Eierlied singen. Das Eierlied? Johannes sagt das. Was ist denn das Eierlied? Oder meint er euer Lied? Ihr müsst euer Lied singen. Machen wir Johannes aber draußen dann. Machen wir dann. Wie sieht Daniel aus? Oh, ich kann es jetzt nicht drehen, sonst habe ich andere Leute drauf. Wie sehe ich aus, Pastor? Mach mal gleich. Löst nämlich mal ganz kurz auf. Schlimmster Abend in meinem ganzen Leben. Schlimmster was? Schlimmster Abend in diesem Leben. Schlimmstes Abend. Ich glaube, ich will nie wieder zurückkommen. Nee, ich auch nicht. So, okay. Können wir? Wir können. Wir gehen jetzt raus, Leute. Und dann sehen wir mal draußen. Ich filme mal ein bisschen auf dem Boden jetzt. Dass das so nicht sichtbar ist. Wer hält denn mit? Ja. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo es rausgeht. So. Stellt euch mal nach dort. Nach dort. Hat mir gar Licht? Ja. Ja, aber nicht so weit, Leute. Wo, Sandy, wo willst du hin? Euch. So, Leute. So, jetzt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich nicht. Ich hoffe, ihr habt nicht totgelacht. Wir sind satt, ja. Das Essen war schon, Paule. Ja. Und schön daran denken, morgen 8 Uhr sind wir wieder da. Ja. Okay. Nein. So. Bis morgen. Wollt ihr euch den Arm versauen? Müsst ihr Chrissy, Daniel und die Kids schauen? Lasst doch einfach mal ein Like da. Oder auch einen neuen Follower. Ciao, Leute.